ist dann Deutschland ohne die NATO, ich sag mal so, ja, aufgeschmissen militärisch? Ja. Die Bundeswehr, das Heer, steht mehr oder weniger blank da. Das sagte der Heeresinspekteur, Generalleutnant Alfons Meis der deutschen Bundeswehr. Das ist der Mann, der für die Einsatzbereitschaft des Heeres verantwortlich ist. Die Frage ist, wie einsatzbereit ist die Bundeswehr und wie gut könnte sie Deutschland im Ernstfall verteidigen? Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Übrigens, abonniert gerne, wenn ihr mögt und wenn euch der Content hier auch gefällt. Ja, schon seit Jahren gibt es Negativschlagzeilen seitens der Bundeswehr zu hören. Zum Beispiel von veralteten Flugzeugen oder Panzern. Einem Bericht des Verteidigungsministeriums vom Dezember 2021 zufolge seien 77% der Hauptwaffensysteme einsatzbereit. Die Quote bei Kampfflugzeugen liegt bei 71% und bei Hubschraubern 40%. Übrigens, alle Quellen zu den Zahlen und zu sonstigen Dingen findet ihr natürlich auch in der Infobox verlinkt. Was der Heeresinspekteur Alfons Meis, den ich ja gerade eben erwähnt habe, aber ganz genau mit seiner Aussage meinte, die er übrigens auf LinkedIn postete, was er damit meinte, ist unklar und dazu wird sich auch nicht näher geäußert. Auf meine schriftliche Anfrage hin zur Bundeswehr, was denn aus seiner Sicht die Probleme sind und wo sie ganz genau liegen, antwortete der Sprecher des Heeres, Zitat, den Äußerungen des Inspekteurs des Heeres auf LinkedIn ist nichts hinzuzufügen. Und führende Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck oder Bundesfinanzminister Christian Lindner wollen jetzt mehr Geld in die Bundeswehr stecken oder in Zukunft in die Bundeswehr stecken. Findet ihr das eigentlich richtig, mehr Geld in die Bundeswehr? Ja oder nein, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Doch die Frage ist, kann die Bundeswehr Deutschland verteidigen? Im Ernstfall. Um das einzuordnen, habe ich mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten und bis 2021 Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses und dem aktuellen Sprecher der SPD-Arbeitsgruppe Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ziemlich viele Dinge, Wolfgang Hellmich gesprochen. Ja, erstmal schönen guten Tag, Herr Hellmich, und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir ja über dieses Thema Bundeswehr zu sprechen. Ja, guten Tag, Herr Neumann. Gerne tue ich das. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn ihr übrigens mehr erfahren möchtet über die Problematik hinter Nord Stream 2, was ja auch immer noch ein Riesenthema ist, Stichwort Sanktionen, dann schaut mal bei Chris vorbei und seinem Video, ein YouTuber, der gerade erst gestartet ist. Also schaut da mal vorbei, das Video von ihm habe ich im i verlinkt. Und hier ein kleiner Ausschnitt. Hinzu kommt, dass Nord Stream 2 in Mecklenburg-Vorpommern einen Volleyballverein in Schwerin sponsort, ein Orchester, 5 Wirtschaftsverbände, Jugendfeuerwehren und Schulen. Interessant ist ja auch der Russlandtag, der alle Jahre von der Landesregierung veranstaltet wird. Das ist quasi ein Politik- und Wirtschaftstreffen mecklenburg-vorpommerscher und russischer Politiker und Lobbyisten. Aber nun zu Wolfgang Hellmich und meinen Fragen, und ich habe auch ganz konkret gefragt. Kann die Bundeswehr Deutschland verteidigen? Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Was meint er damit und was bedeutet das? Ich habe übrigens bei der Bundeswehr selbst auch nochmal angefragt und da sagt man oder da kommentiert man das nicht weiter. Dieser Satz stehe für sich selbst und da wäre nichts mehr hinzuzufügen. Aber das ist ja dann doch irgendwie vage. Also die Frage an Sie, was bedeutet das? Ja, ich meine, das ist eine Begrifflichkeit zusammengefasst, all der Berichte, die wir ja, und das haben Sie auch in den letzten Wochen, auch Monaten und auch schon seit Jahren lesen können, was die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, die Ausstattung der Bundeswehr mit funktionsfähigem Material angeht. Also kurz zusammengefasst, aus seiner Sicht heraus, das als blank darzustellen, ist mit Sicherheit etwas stark, sagen wir, überzeichnet. Aber er will darauf hinweisen, so habe ich ihn verstanden, ich habe das auch nur so gelesen, dass es bei der Frage der Ausstattung der Bundeswehr eben erhebliche Mängel gibt. Das ist nichts Neues, weil da wird ja regelmäßig wohl darüber berichtet, wo denn die Lücken, wo die Defizite da sind. Aber jetzt mal so zusammengefasst und so zugespitzt. Ich frage jetzt auch mal ein bisschen zugespitzt, denn die Frage kam auch bei verschiedenen Interviews auf, auch in Bezug darauf, dass wir alle ja nicht wirklich wissen, wohin sich dieser Konflikt in der Ukraine weiterentwickelt. Kann denn die Bundeswehr Deutschland eigentlich in ihrem jetzigen Status theoretisch verteidigen, wenn es zu Krieg kommt? Auch hier? Alleine kann sie das nicht. Das war aber auch nie beabsichtigt. Wenn die Bundeswehr über alle Fähigkeiten verfügen würde, alleine Deutschland zu verteidigen, das würden wir wahrscheinlich gar nicht stemmen können. Deshalb ist ganz entscheidend für uns,
Und das war immer so die Einbindung in das Bündnis der NATO. Und diese Verteidigungsfähigkeit ist eine Bündnisfrage. Deshalb im Moment auch die klare Aussage, setzt jemand als Aggressor für Russland mit Soldaten auch nur einen Fuß auf NATO-Territorium setzen, würde das den Bündnisfall nach Paragraph 5 des NATO-Vertrages auslösen. Und alle 28 NATO-Staaten sind dann diejenigen, die dann in diesen Konflikt eben eintreten. Wäre Deshalb ist dann, das für uns so wichtig. ist dann Deutschland ohne die NATO, ich sag mal so, ja, aufgeschmissen militärisch? Ja. Also alleine, wie gesagt, können wir das nicht. Wir können das nur im Bündnis. Und die Fähigkeiten, bei denen wir uns vor allem auf Fähigkeiten der Amerikaner abstützen, aber auch unsere Bündnispartner in Europa, auf Frankreich, auf Großbritannien, auf Italien, auf Spanien, also die europäischen Partner sind da ganz wichtig, die dann im Falle eines Angriffes auf Deutschland als Angriff dann auf die NATO an unserer Seite in einem solchen Konflikt antreten würden. Es ist natürlich generell diese Fragen zu stellen, auch für mich ganz skurril und irgendwie ein bisschen unwirklich. Dennoch muss man sich ja die Frage stellen, und das wird aufgeworfen, der ukrainische Präsident ist enttäuscht über NATO-Staaten, dass man nicht aushilft. Aber die NATO hilft natürlich nicht aus, weil die Ukraine kein NATO-Staat ist. Und wenn man das tun würde, dann hat man so zumindest die Botschaft von Wladimir Putin erhalten, dass dann schnelle Schläge kommen würden, die die Welt so scheinbar noch nicht gesehen hätte. Aber deswegen muss man ja irgendwie diese Fragen am Ende stellen, auch wenn sie unangenehm sind. Was tritt denn im Fall ein, wenn mehrere NATO-Staaten angegriffen werden und die NATO-Länder sich gegenseitig helfen und dadurch auch Truppen in den, also nicht alle NATO-Staaten Deutschland helfen könnten und Deutschland mit weniger Truppen hier vor Ort, ja, zu kämpfen hätte? Also was ist, wenn mehrere NATO-Länder angegriffen werden und nicht nur ein einziges, wodurch dann eben auch hierzulande weniger Truppen wären? Im Moment hat die NATO ja bereits das, was sie an Reaktionsplänen in der Schublade liegen hat, ich sage mal, aktiviert. Also Truppen bereitzustellen für den Fall, dass es einen Angriff auf die NATO geben sollte, die innerhalb kürzester Zeit, Zeitraum von 5 Tagen, sagen wir mal, mindestens verlegefähig sein müssen, um dann dahin gebracht zu werden, wo denn diese militärischen Auseinandersetzungen stattfinden würden. Aber wir müssen uns das in allen Dimensionen vorstellen. Das ist ja nicht nur zu Lande, das ist in der Luft, das ist zu Wasser, das ist im Cyberraum, das ist im Weltraum. Also eine solche hybride Vorstellung von Konflikten, wie sie, wenn sie militärisch ausgetragen würden, zukünftig ausgetragen werden könnten, bewegt sich in diesem gesamten Spektrum. Und lassen Sie mich noch eins sagen, weil viele so überrascht sind über das, was da im Moment vielleicht passiert oder was da angedroht wird. Putin meint mit dieser Androhung, dass er als erstes, nicht am Ende eines Konfliktes, wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern zum Eingang bereit ist, atomare Waffen zum Einsatz zu bringen. Das ist zu lesen in der Militärdoktrin, die Russland bereits im Jahre 2014 verabschiedet hat. Da kann man das nachlesen, was damit gedacht und was damit gemeint ist. Und wir sehen, dass Russland diese Fähigkeiten auch tatsächlich hat und zum Einsatz bringt. In der Ukraine werden keine Atomwaffen zum Einsatz gebracht. Aber wir haben gesehen, mit 300 Marschflugkörpern, die fast die gesamte Luftverteidigung der Ukraine innerhalb kürzester Zeit ausschalten zu können, macht sehr eindrucksvoll deutlich, zu was auch militärisch die Russland in der Lage ist und was Russland bereit ist, vielmehr Putin bereit ist, auch einzusetzen. Also eine solche Drohung wäre doch in der Tat sehr ernst zu. Atomwaffen wurden ja so als Wort in dem Sinne noch nicht in den Mund genommen, also auch nicht von russischer Seite, zumindest nicht im Rahmen dieses aktuellen Konflikts. Aber Sie sehen trotzdem diese Gefahr oder Drohung dann im Fall der Fälle? Ja. Weil es ist aufgeschrieben, es ist nachlesbar als militärisches Szenario und von der russischen Regierung, wie gesagt, im Jahre 2014 beschlossen. Und das komplette Aufrüstungsprogramm, das wir seitdem auch in Russland sehen,
geht in genau diese Richtung, diese Fähigkeiten nicht nur zu entwickeln und zu haben. Und wir sehen ja nun auch die Fähigkeiten oder den Entschluss, 27 auch zum Einsatz zu bringen. Kommen wir aber noch mal kurz zurück oder vor allem zurück auf die Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, die ja auch jedes Jahr Berichte schreibt oder schreiben lässt über die Lage der Bundeswehr, sagt, dass es Ausrüstungsmangel gibt. Also Soldaten und Soldatinnen, die beispielsweise in Litauen auf dem Militärstützpunkt Rukla die russische Armee abschrecken sollen, hätten noch nicht mal Kälte- und Nässeschutz. Also wenn sie beispielsweise, so hat sie es beschrieben, durch den Wald gehen, sei es einfach eiskalt. So. Wie kann das eigentlich sein? Ich meine, die SPD war ja, sie sind ja auch SPD-Politiker, auch im Bundestag vertreten. Sie sind ja auch Teil der Bundesregierungen oder Teil der Parteien gewesen, die Bundesregierungen in den letzten Jahren gestellt haben, auch vor der Ampel noch. Wie kann das sein? Also, wie kann die Bundeswehr so schlecht ausgerüstet sein? Mit welcher Denkweise ist man da rangegangen? Wir haben das auch nicht neu. Wir haben das auch gerade als Abgeordnete auch immer wieder angemahnt. Wir haben auch die nötigen Beschlüsse im Haushalt gefasst, diese Materialien entsprechend auch zu beschaffen und die Ausrüstung so aufzustellen, und die Soldatinnen und Soldaten auch so mit dem nötigen Material auszurüsten, was sie für den Einsatz brauchen. Ich nehme den Hinweis der Wehrbeauftragten sehr ernst, dass offensichtlich die Beschlüsse zur Beschaffung, die wir dazu gefasst haben. Wir stellen das Geld zur Verfügung. Wir machen ja nicht selber Verträge oder erarbeiten sie. Das Geld zur Verfügung gestellt ist aber offensichtlich bei der Truppe vor Ort nicht angekommen ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt, den auch schon der vorherige Wehrbeauftragte immer wieder angemahnt hat, dass die Beschaffungsprozesse zu lange dauern, zu kompliziert sind und am Ende zum Ergebnis führen, dass das nötige Material nicht rechtzeitig den Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung steht. Und diese Lücke scheint im Moment immer noch nicht geschlossen zu sein. Wir werden in Kürze den Bericht der Wehrbeauftragten wieder diskutieren, miteinander besprechen, da wird sie das wieder darstellen. Und auch unsere Frage wird jetzt einfach sein, warum ist das so? Das Geld ist da, beschafft ist es nicht. Was ist mit dieser Lücke? Warum wird die nicht geschlossen? Und dennoch steht ja die NATO oder die NATO-Mitgliedstaaten auch in der Kritik, wie gesagt, das habe ich gerade eben schon angesprochen, dass man der Ukraine nicht militärisch vor Ort hilft. Zumindest kritisiert das Selenskyj ja im Moment noch. Das heißt, die NATO-Staaten müssen sich nun fragen, okay, helfen wir der Ukraine militärisch und riskieren damit aber Angriffe von Russland auf eben NATO-Staaten, aber verteidigen damit die Ukraine oder tun wir das nicht und überlassen indirekt zumindest oder zumindest ohne militärisches Vorgehen im Land selbst, überlassen wir dann der Ukraine ihrem Schicksal in gewisser Art und Weise und verhindern so noch größeres Leid. Ist das Dilemma richtig zusammengefasst, in welchem wir uns gerade befinden? Das ist zumindest auch ein moralisches Dilemma. Aber wir müssen uns die Frage auch andersrum stellen, wenn die NATO Truppen in die Ukraine schicken würde und von sich heraus einen Krieg mit Russland anzetteln würde, was wäre denn die Konsequenz davon? Das wäre genauso gut das Auslösen eines Dritten Weltkriegs. Das ist ein Dilemma, ja. Das ist ein großes Dilemma. Ist es also falsch zu denken, dass die Bundeswehr, Schrägstrich militärische Einheiten eines Landes, weniger Geld bekommen sollten, wenn man sich in Frieden wägt? Also war das 2%-Ziel, also des Bruttoinlandsprodukts in die Bundeswehr zu stecken, das ja vor allem auch Donald Trump, aber auch schon Obama ja davor mitunter gefordert hat und von Biden jetzt auch weiter forciert wird aus den USA, war das so oder so schon überfällig und haben da viele einfach in Deutschland falsch gedacht und sich in falscher Sicherheit gewägt? Nein, das glaube ich nicht, weil unsere Argumentation, gerade als Fachpolitiker, war immer, lasst uns doch nicht über die 2% reden, lasst uns darüber reden, was die Bundeswehr braucht. Was braucht sie, damit sie einsatzfähig ist? Was braucht sie an Material und nicht nur an Material? Was braucht sie eigentlich auch an Menschen, die bereit sind, ihren Dienst als Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr zu tun? Um über diese Fragen zu sprechen, weil darum geht es im Kern. Was mache ich mit 2% im Haushalt, wenn ich es nicht ausgeben kann? Dann ist es da, ich habe eine Summe da stehen, am Ende gebe ich sie wieder zurück. Nein, von den Notwendigkeiten her, den notwendigen Fähigkeiten, dem, was wir in die NATO angemeldet haben,
die Prozesse, dass das schneller da ist, dass die Ausstattung da ist. Von daher daran zu gehen und dann wird man sehen, was man von diesen 1,9, 1,6, 1,8% oder wie viel auch immer denn sinnvoll und richtigerweise ausgeben kann. Und zwar so schnell und so zügig, dass es, wie gesagt, bei den Soldatinnen und Soldaten auch ankommt. Wir haben ja den Verteidigungshaushalt bis zum letzten Jahr auf über 50 Milliarden Euro erhöht. Das ist schon eine erkleckliche Summe, in die Höhe gegangen ist. Und wir müssen uns eine zweite Frage stellen, nicht nur eine Frage stellen, wir müssen das endlich angehen. Wir leisten uns in Europa eine Vielzahl von Materialsystemen, von 8 verschiedenen Panzern, von 6 verschiedenen Flugzeugen, die am Ende wenig effizient sind. Also das Geld kann besser ausgegeben werden. Dann müssen wir aber auch mit unseren europäischen Partnern intensiver und besser kooperieren. Und dann müssen auch unsere europäischen Partner auch dazu bereit sein, sich auf einen solchen Prozess, einen solchen Weg der besseren Zusammenarbeit einzulassen. Ja, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall, Herr Helmich, für die Antworten und die spannenden Einblicke auch in Ihre Arbeit. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Norman. Soweit seine Aussagen. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr finanzielle Mittel für die Bundeswehr für richtig haltet oder eben nicht. Außerdem findet ihr jetzt hier an der Seite auch noch ein weiteres Video von mir. Schaut euch das gerne an und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.